Ich war eine Halbzeit wirklich richtig sauer. Ich glaube, die Fehler, die haben wir nicht heute gemacht, sondern in der zweiten Halbzeit gegen Japan. Das ist so für mich sicherlich der schwierigste Tag in meiner Karriere ist. Diese letzte Gier, dieses etwas Dreckige, das fehlt uns. Dann wirst du halt bitter bestraft und ich glaube, das ist der Grund, warum wir jetzt nach Hause fahren. Krisenstimmung beim Deutschen Fußballbund. Dabei lautete eigentlich das Leitziel vor dieser Winterwüsten-WM in Katar 2022 von Oliver Bierhoff zurück an die Weltspitze. Stattdessen hieß es mal wieder zurück nach Hause. Und zwar viel zu früh, genauso wie in Russland bei der WM 2018 und bei der EM 2021. Der deutsche Fußball mal wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Braucht es jetzt den ganz großen Umbruch? Und auch Oliver Bierhoff droht jetzt das DFB aus. Bierhoff, Flick, Watzke, Sammer und Rummenigge. Diese Namen diskutieren wir heute hier und zwar mit diesem Namen hier, Marcel Reif. Und damit ganz herzlich willkommen an Sie und herzlich willkommen zu Reif ist live WM Spezial. Zunächst einmal müssen wir sagen, wir haben eine erste Viertelfinalpartie und zwar Holland gegen Argentinien. Das an der Stelle nur mal erwähnt. Wir wollen aber einsteigen, Herr Reif, natürlich mit der sportlichen Krise beim Deutschen Fußballbund. Und damit wären wir auch direkt im allerersten Thema. Das sportliche Geschehen nach diesem frühen WM-Aus haben wir, glaube ich, zu Genüge analysiert. Jetzt geht es darum, nach vorne zu blicken und alles in Frage zu stellen und vor allem, was folgt jetzt beim Deutschen Fußballbund. Herr Reif, der erste Gedanke, den Sie dann tatsächlich auch an der Stelle haben, wäre, welcher Name müsste zuerst verschwinden? Nee, das wäre zu einfach. Wenn man sich auf einen fixiert, dann stellt man eben nicht alles in Frage und darum wird es gehen. Erstmal wirklich alles, was ja nicht schicksalhaft dahin geführt hat, wo wir jetzt gerade sind, sondern Sie haben es ja vorgerechnet, das geht jetzt zwei Turniere so, das ist schon eine Strecke. Also ja. Von 18 bis heute sind 4 Jahre. Da war noch ein Turnier dazwischen, wo es auch klar war, um was es geht. Also Nations League lasse ich mal weg, das sind Vorbereitungsspiele. Wobei man die Vorbereitungsspiele ja dafür nutzt, auch eigentlich, um eine Mannschaft korrekt zu formen. Aber da kann auch was schiefgehen und so, das ist nicht mit dem letzten Herz. Aber bei diesen Turnieren gibt es keine Ausreden. Deswegen muss wirklich alles hinterfragt werden. Und dann natürlich auch Namen, selbstverständlich. Nur, wenn wir uns jetzt auf Bierhoff fixieren, also Bierhoff hat sicher große Fehler gemacht. Ja. Er hat auch große Verdienste aus der Vergangenheit, aber nochmal, das wird ihm auch keiner nehmen. Nur, wir werden jetzt reden über, wie geht's jetzt weiter? Und sind die Strukturen so, wie sie sind, und auch die handelnde Person an der Stelle, das ist ja Struktur, sind die da noch richtig? Und da dürfen wir gerne über jeden reden. Machen wir jetzt auch. Kommende Woche auf jeden Fall hat Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, einen Krisengipfel angekündigt, zusammen mit Hansi Flick und auch überraschenderweise zusammen mit Hans-Joachim Watzke. Das sagt Bernd Neuendorf zu diesem Krisengipfel. So hat er ihn angekündigt. Das Ausscheiden aus dem Turnier schmerzt außerordentlich. Wir müssen trotzdem den Blick nach vorne richten und werden deshalb ein geordnetes Verfahren einleiten, wie wir mit dieser Situation umgehen. Ein geordnetes Verfahren, das bedeutet, dass wir einen Fahrplan entwickelt haben. Dieser Fahrplan sieht vor, dass wir uns in der kommenden Woche zusammensetzen werden. Das bedeutet Hansi Flick, das bedeutet Oliver Bierhoff, Aki Watzke und meine Person. Es wird ein erstes Treffen sein, wo wir besprechen werden, wie die Situation sich darstellt. Meine Erwartung an die sportliche Leitung ist, dass sie zu diesem Treffen eine erste Analyse vornimmt, eine sportliche Analyse dieses Turniers, dass sie aber auch Perspektiven entwickelt für die Zeit nach dem Turnier mit dem Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Und diese Analyse muss auch umfassen die Entwicklung der Nationalmannschaft unseres Fußballs seit 2018, seit der letzten WM. Herr Reif, sind Ihnen die Worte von Bernd Neuendorf selbstkritisch genug?
Ja, boah, wir haben einen Fahrplan entwickelt. Man trifft sich. Fahrplan. Also gut, ja, die Worte sind mir wurscht. Man wird reden und danach muss es ja Ergebnisse geben. Genau. Dann reden wir drüber. Was muss denn jetzt beim DFB passieren? Welche Ergebnisse muss es da geben? Naja, die Dinge müssen besser werden. Sie müssen nach außen besser gehandelt werden. Und es ist sportlich einiges schiefgelaufen. Da ist auch Hansi Flick mit in der Verlosung. Ich habe vorhin gesagt, Bierhoff, wir können uns gerne auf Bierhoff fixieren, nur dann ist es nicht das Umfassende, sich beschäftigen mit der Sache. Die Mannschaft hat es verloren. Die Mannschaft wurde von einem Trainer aufgestellt und eingestellt. Also in alle Ecken musst du gucken. Und was muss passieren? Es muss so sein, dass, Sie haben vorhin gesagt, es gibt jetzt erst das Viertelfinale, Holland-Argentinien, das klingt so nach WM und da wäre man gern dabei, finde ich, jetzt so langsam. Jetzt geht es doch erst richtig los und wir sind wieder mal nicht dabei. Das kann so nicht sein. Dazu gibt es zu viel guten Fußball in diesem Lande, als dass man regelmäßig jetzt rausfliegen müsste in der Vorrunde. Was kreiden Sie Oliver Bierhoff in persona an? Dass sich die Dinge, die seit 18 klar auf dem Tisch waren, sich nicht verändert und entwickelt haben, für die er zuständig war. Mhm. Also, dass sie ein Umfeld schaffen, dass diese Mannschaft und ein Trainer ihren Job machen können. Wie gesagt, die haben ihren Job auch nicht gemacht. Aber dafür hat ein Sportdirektor zu sorgen. Die Wahl des Quartiers wieder, dann solche Unsäglichkeiten wieder. Ja, aber dann fährt nur der Trainer 100 Kilometer. Ja klar, einer muss ja 100 Kilometer fahren, aber der Spieler steht doch im Vertrag mit drin. So, fährt nicht mit, weil es ist zu weit. Gut, also dann eben muss man näher dran sein. Aber das ist eine logistische Geschichte. Nur das schafft auch eine Atmosphäre. Ist Abgeschiedenheit wirklich das Richtige, um eine Mannschaft in eine solche Stimmung und zu einer Einstellung zu führen, dass sie erfolgreich Fußball spielen kann? In Brasilien hat das damals funktioniert und deswegen, danach hat es aber nicht mehr funktioniert. Also muss man hinterfragen. Dann die ganze Bindendiskussion von A bis Z, noch vor A. Wenn du weißt, da ist etwas und du weißt, wo die WM ist und das Ganze drumherum ist dir klar, dann bist du als Manager, als Sportdirektor dafür verantwortlich, dass die Dinge, so gut es geht, von dieser Mannschaft ferngehalten werden oder diese Mannschaft damit eindeutig und klar umgehen kann. Am Ende musste sich die Mannschaft untereinander zerstreiten in manchem, zumindest zeitweise, was ich gehört habe. Was machen wir denn nun? Wie machen wir es denn nun? Oh, wir wollten doch eigentlich, aber oh nee, wir dürfen ja doch nicht. Oh nee, die anderen machen ja doch nicht mit. Das ist alles Management. Das ist nicht, spielen wir mit der Dreierkette, Viererkette und wer bewegt sich zwischen die Linien, sondern das sind Dinge, die müssen lang, lang vorher geklärt sein. Und wenn es nicht gelungen ist, dann müssen sie schnellstens, wenn es passiert und Dinge schieflaufen, und das war es ja so, dass du dann handelst. Das hat er nicht getan und dafür ist er mitverantwortlich. Und dann ist man ja gegen die FIFA auch vor Gericht gezogen, damit hat man sich dann erneut beigelegt. Man wollte, man hat es angedroht. Genau, man wusste, die FIFA ist eigentlich zu mächtig, um das durchzubekommen und hat sich dann das hat man sehr schnell erneut da ein Ei gelegt. Wollen wir uns anhören, Herr Reif, was Matthias Sammer zur aktuellen Situation beim Deutschen Fußballbund sagt? Wir müssen in der Lage sein, am Ende für die Sache, für die Einheit und für dieses System uns zu streiten. Und das sind Elemente des Sports erkennbar, die produktiv sind. Mhm. Und die muss man verstärken und das muss man wollen. Aber die kontraproduktiv sind, wo es egomanische Konstellationen gibt, die muss man ansprechen dürfen. Und da darf es keine Beleidigungen geben, weil es eben nicht ins Persönliche geht, sondern es geht immer um die Sache. Und wenn du nicht diesen Mut hast, das in den Mittelpunkt zu stellen, wirst du am Ende durch alle Schwierigkeiten, die in einem Spiel dann auftreten, keine Lösungsmöglichkeiten haben. Und das ist ein Aspekt von dreien. Hat er ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich, Herr Reif. Die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, der DFB denkt auch an eine Art Job-Sharing-Modell. Heißt, man stellt Oliver Bierhoff einen sportlich kompetenten Sportdirektor an die Seite. Wer könnte denn dafür in Frage kommen? Wäre Matthias Sammer einer, der das übernehmen könnte? Aber sofort. Der war ja schon mal in der Position. Warum ist er nicht mehr dort? Möglicherweise waren die Dinge so wie er. Und er macht nur das, was er machen kann, wie er sich's vorstellt. Er mag. Ja, es ist kein Rosinenpicker. Nur wenn er etwas sagt, so mache ich das jetzt, dann muss das aber auch so gehen. Mhm. Nicht unstrittig, also der ist auch konfliktfähig.
Aber wenn er das Gefühl hat, dass die Strukturen ihm das verunmöglichen, was er für richtig hält, und das war es ja offenbar, dann macht er es nicht. Also das können Sie vergessen, das wird er nicht machen. Auch gesundheitliche Gründe verbietet sich. Er war mal dort, er ist gegangen. Ich glaube nicht, dass er, von mir aus sofort, aber ich glaube nicht, dass er es wieder macht. So, dann Aki Watzke. Aki Watzke ist Chef eines Clubs, aber ist er damit auch Sportdirektor? Also das ist eine absurde Idee. Also ich sage jetzt mal flapsig, wenn Aki Watzke Sportdirektor gewesen wäre, mit dem Tempo, wie in Dortmund Trainer gekommen und gegangen sind, dann hätten wir jetzt den 20. Bundestrainer. Also das ist für mich nicht ein Mann, der direkt am Sport... Also weder Sammer, weil er selber nicht möchte, als auch Watzke. Watzke ist wichtig als Einflussgeber, als Mitdiskutant, als mitverantwortliche Person, aber nicht an der Stelle. Das Jobsharing, wie Sie das bezeichnen, ja, möglicherweise ist das Erste, was unser einem einfällt, wenn er sagt, was stimmt denn im Umfeld nicht? Naja, eine Akademie, sämtliche Nationalmannschaften, tausenderlei Kram, alles Bierhoff. Macht ist eine schöne Sache, nur wenn es zu viel wird, dann wird es mal Ohnmacht an der falschen Stelle. Und deswegen glaube ich schon, ja, in die Richtung, denke ich, wird es laufen. Also Bierhoff hat die Akademie wunderbar vorwärts gebracht, hat viele Dinge richtig gemacht, aber direkt an der Mannschaft, ein Sportdirektor, sofort. Zumal man ja auch Bierhoff anmerkt, dass er diese Macht hat. Auch im Interview nach dem Spiel hat er ja an seiner Person keine Zweifel gelassen und auch an seinem Job. Aber wer würde denn dann in Frage kommen für solch einen Posten? Königsfrage. Rummenigge? Ach, Kalle, ja, Nationalmannschaft ist nicht jede Woche. Möglicherweise hat er sich jetzt so ein bisschen wieder Luft geholt nach aufreibenden Zeiten beim FC Bayern. Also der FC Bayern klingt immer so einfach. Das gemeinsam mit Uli Hoeneß, gemeinsam gegen Uli Hoeneß, wenn die haben genug gestritten und genug Dinge bewegen müssen, einen Club so am Laufen zu halten, so erfolgreich. Also das kostet Kraft. Möglicherweise, fragen Sie ihn, möglicherweise könnte er doch mal wieder aus dem Haus raus. Dass er einer von der Kompetenz wäre, na, das halte ich doch für relativ gesichert. Wir haben ja Bernd Neuendorf gehört, gesehen. Sie haben sich ja auch sicherlich einen Eindruck von dem gemacht, was er aktuell leistet und wie er sich auch präsentiert und wie er den Deutschen Fußballbund auch darstellt. Sie sagen gerade berechtigterweise, es gibt Strukturen, die dann ein Sammer beispielsweise nicht akzeptieren würde. Muss man dann nicht bei diesen Strukturen anfangen, bevor man dann bei diesem Jobsharing-Modell anfängt? Yes, aber dieses Jobsharing-Modell wäre ja eine neue Struktur. Mhm. Wäre nicht einer, der alles macht, sie zu, weiß ich nicht, zunehmend an Macht gewinnt, sich Macht holt und dann drei solche Turniere mitverantwortet, dann stimmt was nicht. Also das scheint mir eine Sache zu sein, die ich aus der Distanz für sinnvoll halten könnte an der Stelle. Aber ja, nochmal, das ist nicht die einzige Stelle, um die es da geht. Neuendorf, das ist der Präsident. Der Präsident hat den direktesten Kontakt zum Oberpräsidenten, also Infantino. Und sich von dem so vorführen lassen, als Präsident des größten Sportverbandes der Welt, glaube ich, DFB, und mit Abstand größten Fußballverbandes, das ist den Job nicht gemacht. Ist er zu naiv einfach damit umgegangen? Möglicherweise, ja. Oder Muskeln spielen lassen, die man gar nicht hatte. Mhm. Ich kann auch so machen, aber das wird sie jetzt nicht, kann den Bizeps anspannen, das wird sie aber nicht übermäßig beeindrucken, fürchte ich. Oder man hat und im Vorfeld auch Aktionen. Ja, wir haben uns mit den anderen Verbänden, die als denen gesagt wurde, pass auf Jungs, wenn ihr hier Männchen baut, dann gibt es aufs Öhrchen. Und dann seid ihr ganz schnell, da haben die ganz schnell eingepackt. Das ist Strategie, Taktik, das weiß ich vorher, das muss ich vorher wissen. Ich muss wissen, welche Machtmöglichkeiten habe ich, welche Einflussmöglichkeiten habe ich, welches Drohpotenzial habe ich. Das ist krachend schief gegangen. Und da ist selbstverständlich der Präsident auch drin. Sollen wir den auch jetzt wieder auswechseln? Lieber Gott, wir finden keinen mehr langsam. Das ist ja die Frage. Also wie würde denn ein Konstrukt beim DFB aussehen, wenn Sie sich basteln könnten, das den deutschen Fußball, vor allem die Nationalmannschaft, auch wieder zu altem Erfolg führt? Oh,
Sie werden doch die Welt nicht verändern. Wir können das Rad nicht neu erfinden. Also ja. Es gibt ein Präsidium, es gibt einen Sportdirektor, es gibt einen, der sich um den Sport kümmert. Es gibt welche, die sich darum kümmern. Darum eine, so, dass eine Firma läuft. Genau. Also wir können ja hier auch einen hinsetzen in den Laden hier, der alles alleine macht. Mal sehen, ob das funktioniert. Halte ich für unwahrscheinlich. Also macht man doch Redaktionsleiter. Komm, ich will das Spiel nicht zu Ende spielen. Ja, Leute haben, die an Positionen sind, die du brauchst, haben ihren Job nicht gut genug gemacht. Die müssen sich hinterfragen und sehr schnell glaubhaft versichern können, dass sie es besser können. Wenn nicht, dann sollte man sie auswechseln. Dann sofort. Aber da, so weit bin ich noch nicht. Auch Hansi Flick, der hat vieles bei diesem Turnier. Welche Fehler hat Hansi Flick gemacht? Im ersten Spiel die Mannschaft nicht in eine Stimmung, zu einer Einstellung geführt, die einen schwächeren, klar schwächeren Gegner, einen jämmerlich schwächeren Gegner, so auseinandernimmt, wie die Spanier zum Beispiel Costa Rica auseinandergenommen haben. Weil die gesagt, nach 5 Minuten, das haben wir. So. Dann falsch gecoacht, falsche, wie ich finde, Aufstellungen, die man hinterfragen muss. Und auch gegen Costa Rica. Ja, wir müssen gucken, so viele Tore, wenn wir nicht schießen. Doch, natürlich hättest du 7 Tore gegen die schießen können. Das haben wir ja gesehen. Du kannst dich aber auch stark machen damit. Also auch er hat vieles, das was ein Trainer, einiges, nicht vieles, was ein Trainer machen muss, hat er so gemacht, wie er es für richtig hielt. Aber das war nicht erfolgreich. Damit muss er sich auch hinterfragen. Also nur, l'état c'est moi, und so wie ich sage, ist es richtig. Da sind wir dann doch beim Sport und Eiskunstlaufen. Gibt es noch eine B-Note und den künstlerischen Gehalt. Wir sind beim Fußball. Da zählt am Ende, ob, wenn Sie mir die nächsten Viertelfinalpaarungen dann vorbeten, ob da Deutschland dabei ist. Wenn nicht, hast du was falsch gemacht. Würden Sie Oliver Bierhoff, Sie haben es ja auch schon ganz richtig gesagt, der hat seine Arbeit auch schon geleistet und ist auch verdient da, wo er ist, gar keine Frage. Aber wäre es jetzt ein richtiger und ein starker Schritt, wenn er selbst seinen Rücktritt ankündigen würde? Nicht Rücktritt, aber seine Jobsharing. Wenn er sagen würde, passt auf, ich glaube, ja, ich mache mal den Weg, den Platz frei, wenn wir einen finden. Das ist auch sein Job, dann einen zu finden. Mhm. Einen Mitarbeiter, mit dem er kann. Und dann wird es um Struktur. Und da geht es natürlich auch um Macht, hallo. Das sind Männchen, ja, ja. Alpha-Männchen. Ja, heißt es, ich muss Macht abgeben. Und wie viel? Und finde ich, und muss er dann gleichberechtigt sein? Finde ich einen, der sagt, nein, ich diene gern unter Oliver Bierhoff. Also so einfach wird es nicht. Also Karl-Heinz Rummenigge, wenn er es denn würde, oder wenn er denn wollte, es werden zu wollen, würden, können, mögen, dann dem zu sagen, du pass auf, aber Bierhoff sagt dir, wie es lang geht in vielem, das halte ich für wenig wahrscheinlich. Ralf, wir haben die Strukturen gerade diskutiert und zu der ganzen Nationalmannschaft und zu den Strukturen gehört natürlich dann die Mannschaft, die das auf dem Platz abliefern muss. Mit Hinblick auf die EM 2024, ne, wollen wir auch auf die nächste oder mögliche Top 11 gucken, die man dann aufstellen könnte. Das haben Sie ja im Vorfeld gemacht. Wir wollen uns mal Ihre sportliche Elf der Zukunft beim DFB anschauen, und das sind die Namen, die Sie da aufgestellt haben. In der Defensive sehen wir rechts noch 3 Fragezeichen. Da konnten Sie keinen finden. Keinen, von dem ich sagen würde, das ist möglicherweise ein Weltklasse oder international herausragendes Spiel. Vielleicht Klostermann. Im Moment läuft es auf Klostermann zu. Der behauptet auch nicht im Übrigen, dass er den Fußball erfunden hat, sondern das ist einer, der, wenn man ihn braucht, artig abliefert, vielleicht reicht es ja an der Stelle. Ein anderer fällt mir nicht ein, aber es ist der Aufruf an alle Fußballer in Deutschland, Profifußballer bis hinunter zur dritten Liga, wenn ihr Rechtsverteidiger spielen, also rechts in der Abwehr spielen könnt, meldet euch und zeigt, dass man euch bisher übersehen hat, denn das ist eine dramatische Schwachstelle. Und wenn man da sagen muss, dann hat man aber auch die Ausbildung in Deutschland der Nachwuchstalente nicht richtig gemacht. Weil ansonsten würde ja jemand nachkommen, der ihnen sofort einfallen könnte. Auch das ist ja nicht das seit gestern, diese Außenpositionen, die nicht besetzt sind, Mittelstürmer. Aber das war nicht ein rein deutsches Problem. Weltweit ist das gemacht worden. Dann haben die Lewandowskis und die Haalands gezeigt, dass es, und Benzemas, Neuner geht ja doch. Also das ist, natürlich muss in der Ausbildung einiges passieren. Auch Typen. Wir haben, wo war denn bei diesem Turnier, wo war denn da richtige Führung auch auf dem Platz? Also da, auch da Typen. Und nicht nur, wir können 26 Systeme spielen, wir können drei. Mehmet Scholl hat das mal, ich will das nicht wiederholen, aber der hat das mal ganz
klug gesagt. Also nur, nein, du brauchst, wenn du Japan plötzlich anfängt, dir auf den Füßen zu stehen, musst du sagen, nee, pass auf Jungs, jetzt machen wir Folgendes und auch vorangehen. Das hat mir auch gefehlt bei dieser Mannschaft jetzt. Also ich glaube, in unserem Gespräch merkt man schon ganz klar, es gibt sehr, sehr viele Baustellen beim Deutschen Fußballbund. Sonst wärst du nicht da, wo du bist. Definitiv. Toni Kroos, der hat mit Hinblick auf die Heim-EM 2024 unabhängig von den Namen einen Vorschlag. Das muss wirklich ab dem nächsten Länderspiel sein, weil das haben wir bei den letzten Turnieren immer verpasst, dass wir irgendwann mal wirklich sagen, wir haben eine klare 11 oder wenigstens eine 13 oder 14, dass wir so viel wie möglich Länderspiele auch mal mit dieser Mannschaft machen. Und dann spielt die schlecht und dann spielt die aber wieder. Dass wir einfach mal wirklich eine Formation finden, unabhängig von Namen, unabhängig, ich hatte vorhin auch kurz mit dem Wolf Kontakt und der hat das komplett richtige Beispiel gebracht. England, Phil Foden, deren wahrscheinlich bester individueller Spieler, spielt nicht, weil er laut dem Trainer dort nicht reinpasst. So, und ich finde, wir müssen dahin kommen, dass wir eine klare 11, eine klare 12 mit Automatismen, offensiv wie defensiv, die weiß, wie sie reagiert auf Situationen während des Spiels, nicht nur auf die schönen, sondern vor allem auch mal auf die schwierigen. Und wenn wir dann wirklich wissen, auch mit dieser Formation, oh, in der haben wir jetzt mal 10, 15 Spiele gemacht, dann bin ich mir auch sicher, dass wir ein Stück weit widerstandsfähiger werden können. Blicken wir nochmal also auf diese Top 11 der Zukunft beim Deutschen Fußballbund, die Marcel Reif aufgestellt hat, und gucken uns diese Namen da an, Herr Reif. Wer wäre denn in Ihrer Top 11 hier ein solch ein Spieler, der diese Führung auch wirklich übernehmen könnte, der die Mannschaft leitet, der auch mal dahin geht, wo es weh tut, der Charakter zeigt und der diese Mannschaft nach vorne treibt? Also jetzt erstmal eins vorweg, ich habe den Spaß mitgemacht. Zukunftself, wann setzt man Zukunft an? Wenn Sie mir gesagt hätten, eindeutig, wir reden nur über die EM in 2 Jahren, da hätte ich gesagt, pass auf, das, was ich da vorne gemacht habe, ist vielleicht auch noch ein bisschen sehr jung. Und nur die Jungen, also ein Wirtz, ein Musiala, ein Moukoko, das ist großes Potenzial. Das ist wirklich Zukunft, aber ein bisschen weiter geguckt. Ja, aber jetzt fragen Sie mich, wo ist die Achse? Also Neuer, okay. Rüdiger, ja, okay, gut. Ja, okay, Rüdiger. Dann, ja, Kimmich. Natürlich ist Kimmich, wenn Sie Kimmich bei den Bayern sehen, aber da ist er umgeben von Leuten, die verlässlich ihren Job machen können. Aber auch es ist eine Weltauswahl, es ist nicht deutsche Nationalmannschaft, das musst du klar wissen. Kimmich ist ein geborener Leader, auch von seiner Art auf dem Platz. Das hat er bei diesem Turnier auch nicht hingekriegt, als der Wind kam von vorne. Die deutsche Mannschaft, die deutschen Tugenden, die hat sie eigentlich gegen Spanien hat sie die gehabt. Und deswegen sage ich ja nochmal, wenn du hoffnungslos unterlegen bist, weil du keine Talente hast, weil du keine Leute hast, die Fußball spielen können, dann würden wir hier nicht so lange rumjammern. Aber wenn du weißt, du hast doch Potenzial. Du hast deine Schwachstellen, aber du hast auch Potenzial. Und wenn du das dann nicht abrufst, dann stimmt was nicht. Und da hätte es sie alle gebraucht. Aber Manuel Neuer, Torwart, das ist immer die alte Geschichte, soll ein Torwart Kapitän sein, uninteressant. Auch der war nicht in der Weltklasseform, die er drauf hat. Deswegen es war überhaupt niemand so richtig davon, wo ich sagen könnte, denn da habe ich gesehen, jetzt machen wir es mal. Dann gegen Spanien wussten alle, was sie tun haben. Dann haben alle ihren Job gemacht. Und siehe da, plötzlich bist du mit einem der Mitfavoriten, bist du auf halbwegs Augenhöhe. Mhm. Und mehr will ich halt erstmal gar nicht. Dann Glück und Matchglück und was weiß ich, alles darüber können wir dann bei Gelegenheit reden. Nur du hast wieder nicht abgerufen, was du hast. Und da braucht es dann, wie Toni Kroos auch sagt, da braucht es klare Strukturen in so einer Mannschaft, eine klare Hierarchie, und dann müssen die aber, die oben stehen, müssen liefern. Und ob das so ist, Toni Kroos, ja, ich folge ihm ja ein ganzes Stück. Also wir brauchen so eine 13 festgefügt, aber die müssen auch gut genug sein. Wenn aber natürlich das wechselt in der Darbietung, einmal spielt er so, das nächste Mal spielt er so. Also Sané, Gnabry. Gnabry habe ich in Ihrer Aufstellung gar nicht vorgefunden. Gucken wir noch mal drauf auf diese Top 11. Nee, Gnabry, Sie wollten ja eine ganz große Zukunft. Und da kommt jetzt Wirtz und auch ein Havertz ist da und ist ein Musiala da. Jetzt sehen wir da. Sie noch mal, Herr Reif. So, also Sané haben Sie aufgestellt, ja. Gnabry fehlt. So, wir können aber auch statt Sané Gnabry hinstellen. Das sind für mich zwei Spieler, die haben zu wenig gezeigt auf hohem internationalen Niveau.
das ist mal Weltklasse und mal nicht Kreisklasse. Aber mal so, dass ich sage mal, was ist denn jetzt los? Hast keine Lust? Oder was ist los? Dann ist ja auch das, was man ihm lange, lange schon ankreidet, dass er sein Potenzial nicht richtig abruft. Sonst wäre er schon ein ganzes Stück weiter in der Wahrnehmung, in der Weltwahrnehmung. Gnabry genau dasselbe. Der hat dann wieder eine Phase, 3 Spiele bei den Bayern, wo du sagst, boah, der macht ja alles. So. Und dann kommen wieder Auftritte wie bei dieser WM, da war der non-existent oft genug. Und das brauchst du halt, eine Verlässlichkeit. Das, was Toni Kroos möchte, ist, dass das eine verlässliche Truppe wird. Und wie gesagt, da fehlen mir dann die Sicherheit, die Verlässlichkeit bei dem, eine Konstanz. Und wenn dann die Jungen sich entpuppen, sie wollten eine Mannschaft der Zukunft, jetzt auf den Wirt zu sagen, also ist ja immer so, die Turniere, die du nicht spielst, da bist du der beste Mann der Welt. Wenn es abgeprüft wird, jede 3-mal die Woche, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber dass der junge Kerl, dass der jetzt der große, das muss er schon bei Leverkusen aushalten. Also wenn der kommt, dann schießen wir aber alles weg. Das ist unmöglich auf hohem Niveau. Aber da merkt man ja schon, woran es fehlt. Also außer 18, 19, vielleicht 20-Jährigen hat Deutschland scheinbar keine Alternativen. Korrekt. Für eine Heim-EM in 2 Jahren. Ich hätte gern eine Achse, die verlässlich ist. Stürmer vorne gibt es keinen, aber Havertz auch. Das erste Spiel gegen Japan war Havertz nicht vorhanden. Als er gegen Costa Rica kam, hast du gesagt, na, wenn der so gespielt hätte gegen die Japaner, und auch gegen Spanien, wenn er denn angefangen hätte, na dann hätten wir die falsche 9, aber eine, die es sehr richtig machen kann. Deswegen, das will ich ja nicht wegtun, wenn du keinen besseren hast. Füllkrug habe ich mit dabei, aber auch nicht mehr. Wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht den Verstand verlieren in dem Kummer über das Ausscheiden und sagen, so, jetzt lassen wir mal die weg und holen. Füllkrug muss es dann alleine richten. Das war mir auch ein bisschen viel Bohai drumherum. Also ja, die Achse, das ist ein Geheimnis des Fußballs, nicht erst seit heute. Das fängt beim Torhüter an, Abwehr, Mittelfeld und vorne. Das hat, wenn die deutsche Mannschaft funktioniert hat und Erfolge hatte, war das immer da. Mhm. Ob das jetzt aus einem Club sein muss, ist mir wurscht. Hauptsache, sie liefern es. Es hört, Kimmich ist einer, der hat es drauf, der ist mit weggeschwemmt worden in diesem Turnier auch und hat es nicht so abgeliefert wie bei den Bayern. Aber ansonsten rätsel ich ein bisschen. Ja, Kimmich hat ja auch selber damit zu kämpfen gehabt, hat sich auch nach dem Spiel direkt geäußert und befürchtet, dass er in ein Loch fallen könnte, weil er nicht für den Misserfolg der deutschen Nationalmannschaft stehen will. Die Frage ist nur, ob dieses Problem des Fehlens an Führungsspielern nicht ein hausgemachtes des Deutschen Fußballbundes auch ist, Herr Reif. Toni Kroos hat dazu etwas Interessantes gesagt zum Thema Führungsspieler beim Deutschen Fußballbund. Wir haben ja Leute, die lauten. Jo Kimmich, der ist manchmal sogar zu laut, würde ich sagen. Toni Rüdiger macht den Mund auf, der Manu von hinten, Thomas sowieso. Also es liegt nicht daran, dass da nicht jemand ist, der nicht laut wird und Kommandos gibt und sich auch selbst in der Rolle sieht. Ich glaube, dass es auch ein kleines Problem zumindest ist, viele andere unterschiedliche Charaktere mitnehmen zu können. Klar, wenn der Führungsspieler selbst teilweise ein bisschen mit der Form zu kämpfen hat, geht vielleicht dann auf der anderen Seite an dieser Art, das auch auszuführen, manchmal logischerweise ein bisschen was ab. Toni Kroos hat in dem Zuge bei diesen Interviews, die er da gegeben hat, in dieser Sendung auch gesagt, dass er immer einer war, der seine Meinung kundgetan hat, auch wenn man das beim DFB nicht so gerne gesehen hat, aber ihm war es egal. Ist es so, dass man das beim DFB nicht gerne sieht? Blicken wir zurück. Mats Hummels zum Beispiel, der sportlich eine absolut starke Saison gespielt hat, aber des Öfteren auch Kritik laut kundgetan hat, wurde von Hansi Flick nicht nominiert. Die Erklärung von Hansi Flick war verwaschen, würde ich es jetzt mal vorsichtig formulieren. Vielleicht will man das beim DFB gar nicht. Vielleicht möchte man diese Führungsspieler, diese Charaktere auch gar nicht haben. Beim DFB, wer? DFB, der Trainer muss es mir sagen, wie er mit er ist für den Kader zuständig, aber auch ein Sportdirektor. Das muss wird ja im Staff wird ja. Das ja und im Kreise wird das ja diskutiert. Aber das ist keine deutsche Frage. Das ist eine Frage auf der ganzen Welt, bei jedem Club. Das können Sie runterbrechen bis zur C-Klasse. Aber wie viel Mitspracherecht, was ist Führung? Ist das nur auf dem Platz vorwegrennen oder ist das auch
mal zu sagen, Trainer, lassen Sie uns mal 5 Minuten allein in der Kabine. Ich glaube, wir haben hier was zu besprechen. Und das werde ich jetzt da intern gleich mal antönen. Willst du das? Wie viel davon willst du? Wie viel, Mats Hummels macht öffentlich die Kritik. Dortmund haben ganz schnell sich beeilt zu sagen, ja, hat intern, ja, hat das natürlich auch. Er macht es öffentlich, das eckt an. Das ist nicht auch bei Mitspielern. Man, ja. Es gibt Mitspieler, die dann sagen, sag mal, ich höre wohl nicht recht, was machst du denn? Und so. Und dann fängt es an mit, du, aber du hast es nötig. Und das, der ganze Kram, das macht einen ganzen Laden kaputt. Das muss ein Trainer genau spüren. Wie viel solcher Typen brauche ich? Wie viel Lautstärke ist gut für den Erfolg der Gruppe? Nochmal, es ist keine Haltungsnote und das ist mir zu laut, zu leise, sondern was ist erfolgsträchtig und was führt dich einen Schritt weiter? Und ich weiß nicht, ob man beim DFB, ob insgesamt beim DFB, ob man keine Kritikfähigkeit hat und ob man das nicht möchte. Ja, bei Hummels hatte ich auch den Verdacht, jetzt den nicht mitzunehmen. Möglicherweise wäre da ein bisschen mehr Stabilität in der Abwehr, die ständig geändert wurde in der Aufstellung. Ob da vielleicht wäre das ja sinnvoll gewesen. Aber nochmal, eine Figur allein ist es nicht. Aber ja, wenn es das wäre, und das weiß ich nicht, das können wir von hier aus nicht sagen. Wenn es das ist, dass man nur Spieler haben will, die artig abnicken und sich nicht trauen, mal zu sagen, Trainer, das sehe ich aber und sehen wir mit der Mannschaft anders, ich sage Ihnen das jetzt. Wenn das so wäre, wäre das ein Manko bei Hansi Flick, kann ich mir aber nur schwer vorstellen. Sie haben gerade die anderen Ligen angesprochen, Herr Reif. Ich habe mal den Satz gelesen, eine Nationalmannschaft ist immer nur so gut, wie es die heimische Liga auch aktuell ist. Trifft das beim Deutschen Fußballbund mit der Bundesliga gerade zu? Im Moment gerade, die Bundesliga rockt doch ganz Europa. Wir haben, wie viele Vertreter haben wir noch jetzt in der K.O.-Phase der Champions League? Läuft gerade ganz gut, aber ja, wir haben Lewandowski, Haaland und Bellingham und wo? Wo kommt der erste deutsche Name dann so richtig? Mhm. Ja, möglicherweise ist die Liga, dann mehr als die Liga an Spielern hergibt, geht nicht. Aber es ist nicht so, dass bei uns kein Fußball gespielt wird. Und dass wir nicht diese Teile, wir haben gesehen vorhin, welche Namen es gibt. Es wird jetzt darum gehen, sich diese Stafette weiterzuhalten. Thomas Müller wird aufhören. Ja. Das ist eine Figur da vorne in der Achse, die ich vorhin dauernd hergebetet habe. Der wird aufhören. Da entsteht ein großes Loch. Das werden wir mal sehen. Wie das Musiala ist noch kein Führungsspieler. Bitte. Nee, nicht. Wenn wir das verlangen, sind wir verrückt. Und dann machen wir dramatisch den nächsten Fehler. Also die Jungen jetzt, wie gesagt, die Wirtzens und Musialas und Moukokos, zu sagen, so, ihr rettet aber jetzt den deutschen Fußball. Das ist ja schlimm, wäre schlimm. Also viele, viele Baustellen, fassen wir zusammen. Der DFB hat einiges an Arbeit vor sich, um all diese Baustellen auf allen Ebenen dann auch zu beheben. Wir machen eine ganz kurze Pause und sprechen dann über die erste Viertelfinalpartie hier bei dieser WM. Und er ist mit dabei, Louis van Gaal und Holland. Also das alles gleich hier bei Reif ist live, WM-Spezial. Herzlich willkommen zurück zu Reif ist live Spezial. Wenn Sie sich fragen, warum ich lache, weil Marcel Reif seine eigene Melodie nicht mehr hören kann. Doch, aber ja, ist gut. Er reagiert auf jeden Fall jedes Mal darauf, wenn sie kommt. So, wir wollen jetzt über die erste Viertelfinalpartie bei dieser WM in Katar sprechen. Und die lautet Holland gegen Argentinien. So haben sich die Holländer nach diesem Sieg dann gefreut und der gleichbedeutend war mit dem Viertelfinaleinzug. Van Gaal feiert dank seines überragenden Akteurs Dumfries. So, darüber wollen wir sprechen und natürlich auch über Argentinien, Herr Reif. Zunächst einmal Holland gegen die USA, da sehen wir die Oranje. Beim Feiern nach diesem Sieg gegen die USA 3:1 der Endstand. Sie hatten mir Ihre Tipps verraten und im Vorfeld vermutet, dass die USA gewinnen würde. Warum? Weil ich die Holländer eben in der Gruppenphase für nicht gut genug gehalten habe. Und weil ich dachte, dass die Amerikaner mit Begeisterung und mit Leidenschaft und mit Geschlossenheit eine Mannschaft, die mir so als Mannschaft noch nicht gut genug war, die Holländer schlagen könnten. Die Holländer haben sich gesteigert, eigentlich so von Spiel zu Spiel, langsam, stückchenweise. Aber ich kann sie immer noch nicht
richtig einschätzen. Jetzt war es Dumfries, der ein überragendes Spiel gemacht hat. Ein Treffer, zwei Vorlagen. Ja, aber der hat ihn das also praktisch gewonnen. Und wenn ich das höre, denke ich immer, aber hey, wir sind doch bei einer WM. Also da kann der kein Einzelner ein Spiel gewinnen, egal gegen wen du spielst. Doch, es geht immer noch. Also deswegen, ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie gut die Holländer als Mannschaft sind, wenn es gegen einen, mit Verlaub, stärkeren Gegner als die USA geht. Hören wir uns an, was Fran Gaal zu Dumfries sagt, den diesen Sieg quasi geschenkt hat. Denzel weiß, dass ich stolz auf ihn bin. Gestern habe ich ihm einen dicken Kuss gegeben. Ich werde ihm jetzt noch einen dicken, fetten Kuss geben, damit es jeder sehen kann. Bitteschön. Herr Reif, wenn man das so sieht, Fran Gaal locker. Klar, der weiß auch, das ist mein letztes Turnier. Der hat so gesehen keinen Druck. Ist das vielleicht auch gerade der Schlüssel zum Erfolg? Van Gaal ist Van Gaal. Ich kenne ihn aus Bayern-Zeiten und ich habe mit ihm viele persönliche Begegnungen gehabt. Die waren, sagen wir mal, gemischt. So, der kann so sein, aber und er kann auch sehr, sehr, sehr viel anders sein. Ja, er hat nach diesem Spiel gestern gesagt, Dumfries, super, ja, noch ein Kuss und noch ein Kuss. Aber ich habe Dinge gesehen, die ich kritisieren muss. Da ist er ja dann sehr, sehr klar. Und also ihm Fußball-Sachverstand abzusprechen, da muss man schon bekloppt sein. Der sieht auch noch, dass das wieder mal, jetzt war es mal Dumfries, vorher war es die ganze Zeit De Jong, wenn der nicht angespielt wurde, dann Memphis Depay, der an dem muss es hängen. Van Gaal ist doch, weiß viel zu viel von Fußball, als dass er nicht klar erkennen würde, pass auf, wir müssen noch, die anderen müssen nachziehen. Wir reden nachher noch über Argentinien, da wird das auf die Spitze getrieben, das Ganze. Wie lange kannst du von einer einzelnen Figur leben in einem Turnier? Mhm. In einem Spiel passieren Dinge, da ist einer, fliegt einer, den können sie gar nicht mehr runterholen. Aber in einem Turnier, wo die Gegner immer stärker werden. Und das hat Van Gaal gesehen, oder? Dem ist ja auch klar, jetzt kommt mehr auf ihn zu als die USA. Wenn wir über einzelne Spieler sprechen und über Argentinien, klar muss man über Lionel Messi sprechen. Herr Reif, hören wir uns zunächst einmal an, was der Superstar selbst, nämlich nach diesem Einzug ins Viertelfinale bei dieser WM, gesagt hat. Wir sind froh, dass wir die nächste Hürde genommen haben und unserem gemeinsamen Ziel einen Schritt näher sind. Es war eine harte, physische Partie, genau wie wir es erwartet hatten. Unser letztes Spiel ist nicht lange her. Die kurze Regenerationszeit hat uns etwas besorgt, da wir wussten, wie intensiv das Spiel gegen Australien wird. Zum Glück konnten wir zuerst treffen und somit das Spiel größtenteils kontrollieren. Mit dem Eigentor haben wir uns das Leben wiederum selbst schwer gemacht. Aber es ist nun mal eine WM. Alle Spiele sind schwer. Und das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Wir haben gestern zwei Spiele im Prinzip gesehen, die für ihre Mannschaften das Spiel entschieden haben. Einmal Dumfries für die Holländer und einmal Messi für die Argentinier. Wer war Ihr Spieler des Spieltags von den beiden? Suchen sich einen aus, aber an Messi kommst du doch nicht wenn du das Spiel gesehen hast, kommst du doch nicht an dem vorbei. Und das ist das Glück, das sie ihn haben, aber das ist auch, die Kehrseite ist, dass sie das Pech, dass sie einen wie ihn haben. Und er betont ja hier, glaube ich, 45 Mal wir, in drei Sätzen wir gesagt, weil er ist ja nicht doof, merkt er auch. Und jetzt wird's, die Gegner werden noch stärker, wir. Aber zum Glück haben wir getroffen. Antwort, nee, mein Freund, nicht. Wir haben getroffen, du hast getroffen wieder. Als es anfing, sperrig zu werden und als die Australier das, was sie können, auf den Platz gebracht haben und du keine Torchancen rausholst, das musst du dann irgendwann immer noch gewinnen. Der Ball muss halt ins Tor. Wenn du dann einen hast, der das so kann wie er, dann hast du Glück. Aber ist Glück das Thema, sondern... Wie weit kommt man mit Glück, ist ja, die Frage. Wie gut, bei Argentinien ist genau die Frage, ähnlich die Frage, nicht in dem Ausmaß bei Holland, aber bei Holland auch, ähnlich die Frage. Wie gut sind die anderen nah, oder wie nah dran sind die, ist der Rest der Mannschaft? Bei Argentinien ist es nur Messi, an Messi und bei Holländern an
dem gerade überragenden Spieler des Tages. Wie gut sind die anderen? Denn nochmal, wenn der Gegner noch mehr drauf hat als die USA gegen Holland und die Australier mit aller Liebe, wirklich, war großartig, was sie da gemacht haben, aber dennoch, wenn die mehr drauf haben als Australien gegen Argentinien, dann wird irgendwann mal selbst eine solche Lichtgestalt des Fußballs das nicht alleine gewinnen können, sondern dann muss die Mannschaft nachrücken und dann muss es wir sein. Und dieser Flottenverband, was man immer früher gesagt hat, das langsamste Schiff bestimmt das Tempo. Die Schwächsten werden fürs Ergebnis verantwortlich sein, in der Regel nicht die Besten. Doch, bei Messi denkst du, hör auf, stimmt alles nicht, gib ihm den Ball, dann wird schon was kommen. Und es kommt ja dann auch. Also ich merke selber, er beleidigt jedes Fußballgesetz. Jedes Mal, wenn ich den sehe, denke ich, hör auf, das kann nicht wieder sein. Gut, wir brauchen jetzt ein Tor, gib Messi den Ball, er macht das Tor. Das stimmt's ja schon wieder nicht. Also gut, aber beim nächsten Mal werden die Gesetze wieder stimmen. Also, es ist schon, ihm zuzugucken, ist ein Ereignis. Ganz nach dem Motto, Messi, gut, alles gut. Sie hatten ja im Vorfeld Argentinien als den größten Titelfavoriten ausgemacht. Sie sind dann in den Flieger gestiegen. Argentinien hatte gegen Saudi-Arabien verloren. Haben wir alles schon zu Genüge diskutiert. Nach diesem Achtelfinale, würden Sie jetzt weiter auf Argentinien setzen oder noch immer nicht? Noch immer nicht, weil ich es nicht weiß. Ich kann, im Moment setze ich noch auf gar niemanden. Die Franzosen haben sich auch nicht in allen Spielen mit rumbekleckert. Es ist noch nicht abgeprüft. Auch die Argentinier gestern nicht. Ja, war knapp. Gut, dann wäre es in die Verlängerung gegangen, sie hätten es gewonnen. Also lass mal Australien jetzt nicht besser machen, als sie sind. Ich weiß es immer noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wie sind sie? Das werden wir jetzt sehen. Jetzt wird es langsam lustig. Jetzt kannst du dir keine Fehler mehr erlauben und weniger Schwächen erlauben. Mhm. Wie schwach sind die Schwächsten in so einer Mannschaft? Die werden Spiele verlieren. Weiß nicht, ob es dann reicht, sie vorne mit einem Messi gewinnen zu können. Schauen wir uns den Turnierbaum an, Herr Reif, denn die Achtelfinalpartien, die gehen ja heute weiter mit Frankreich gegen Polen und England gegen Senegal. So sieht der Turnierbaum aus. Das erste Viertelfinale steht bereits fest. Holland gegen Argentinien, das haben wir jetzt gesagt. Und dann haben wir die Achtelfinalpartien heute. Frankreich gegen Polen und England gegen Senegal. Das wollen wir weiter vertiefen, Herr Reif. Vor allem Frankreich gegen Polen. Auch da wieder auf der einen Seite ganz klar Mbappé, auf der anderen Seite ganz klar Robert Lewandowski. Also wieder zwei Figuren, die herausstechen. Loris, der Keeper der Franzosen, der hat sich zum Thema Robert Lewandowski wie folgt geäußert. Er ist einer der besten Neuner der Welt und das schon seit vielen Jahren. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für Polen, aber wir spielen gegen das Team. Ein Team, das sehr viel in die Defensive investiert und stark verteidigt. Mit Lewandowski haben sie einen extrem abgebrühten Stürmer vorne drin. Aber auch Keeper Chesney spielt ein überragendes Turnier bisher. Ich finde, Polen hat sich den Platz unter den letzten 16 verdient. Qui réalise un tournoi fantastique et je pense que si la Pologne aujourd'hui est en 8e de finale, elle le doit. Herr Reif, hat Polen eine Chance gegen Frankreich? Nein, weil sie noch mehr abhängig sind von Lewandowskis Toren als Argentinien von Messi. Ja, verteidigen, es ist schwer gegen sie zu spielen, weil sie sehr physisch verteidigen, um es sehr freundlich auszudrücken. Aber von der Klasse her, man hat es ja gesehen, wenn Lewandowski nicht trifft, es muss schon vieles dann zusammenkommen. Ein Torhüter, der weit über sich hinauswächst. Also Chesney spielt wirklich ein überragendes Turnier. Das wird gegen die Franzosen, glaube ich, nicht reichen. Zumal bei den Franzosen Mbappé spielt. Und aber nicht nur. Wie kann man den stoppen? Milik hat da einen ganz interessanten Vorschlag. Wie soll man gegen Mbappé verteidigen? Ich glaube, wir müssen unseren Verteidigern einen Scooter kaufen, denn es könnte schwierig werden. Nein, im Ernst. Es ist hart, einen der besten, wenn nicht aktuell sogar den besten Spieler der Welt zu stoppen. Wir müssen im Kollektiv agieren, denn keiner ist imstande, ihn alleine zu verteidigen. Damit hat sich Polen quasi schon selbst abgeschrieben.
Ach nein, die werden alles versuchen. Wenn die Franzosen so schlau daherreden wie ich jetzt hier, im intern und im Kopf so denken, ach, die Polen, doch, das kriegen wir schon hin, das kostet nichts, dann können sie einen großen Fehler machen. Aber wenn sie ihr Ding abrufen, Mbappé zu verteidigen, ist eben nicht nur Lewandowski oder Messi nur in Anführungszeichen zu verteidigen, sondern wenn Mbappé den Ball nicht kriegt, sind ein paar andere Franzosen noch da. Die Mannschaft wirkt für mich am ausgeglichensten im Moment mit den Brasilianern, die Franzosen. Und deswegen ist es schwer, wenn du ein Mehr abstellst gegen Mbappé, Mathematik, mehr als 11 Spieler kriegst du nicht auf dem Platz, wird irgendwo einer fehlen. Und das ist schwer gegen Frankreich. Also Frankreich ist für mich favorisiert. Blicken wir nochmal auf diesen Turnierbaum, Herr Reif, gemeinsam, denn unabhängig von heute gehen dann auch am Montag und am Dienstag die Achtelfinalpartien weiter und da wird um den Einzug ins Viertelfinale weiter gespielt. Am Montag mit Japan gegen Kroatien und Brasilien gegen Südkorea und dann am Dienstag Marokko gegen Spanien und Portugal gegen die Schweiz. Die Brasilianer aktuell, Herr Reif, auf einem guten Weg, auch ohne Neymar? Auf einem sehr guten Weg. Auch gerade, jetzt haben wir die Diskussion gehabt, wie abhängig bin ich von einem Spieler, wie denkt eine Mannschaft, wie sehr muss sie ihm den Ball geben, dem einen, weil sich das so gehört von der Hierarchie. Also bei den Argentiniern denkst du immer so, pass auf, jetzt glaube ich, der Nächste, der Messi nicht den Ball zuspielt, macht einen großen Fehler intern. Ja. So. Aber so, deswegen, Brasilien wirkt auch sehr, sehr gefestigt. Und die können auch die wollen jetzt nicht nur den Fußball neu erfinden und Pelé, alle guten Wünsche an den im Übrigen jetzt im Moment gerade, aber die wollen nicht nur Pelé wieder nachfolgen, sondern lass uns doch mal ein Turnier spielen. Lass uns mal nicht Brasilien retten und die Welt und den runden Ball noch mal neu entwickeln. Wie wäre es, wenn wir ganz einfach mal, wenn es mal nicht gut läuft, lass uns mal langsam machen und kühl. Sie können sehr unbrasilianisch kühl konnten, sind sie mir bisher in den schwierigen Situationen vorgekommen. Das sieht gut aus. Wie ich überhaupt glaube, diese WM ist eher südamerikanisch. Also die Europäer, Dänemark, Belgien und welche Mannschaft ist noch nach Hause gefahren, weiß ich gar nicht mehr. Deutschland. Italien war gar nicht dabei. Ich habe so den Eindruck, die Argentinier, wenn sie das hinkriegen, das noch zu verbreitern, ihre Leistungsfähigkeit und Brasilien sind weit vorne und die Franzosen mit dabei. Das ist so im Moment das Gefühl, aber wie gesagt, meine Tipps. Bitte niemand drauf wetten, weil... Da gucken wir aber später trotzdem noch genau drauf. Herr Reif, Sie sind ja sozusagen auch Schweizer. Mhm. Ihr Herz schlägt auf jeden Fall für die Schweiz. Und die spielen ja gegen Portugal und Cristiano Ronaldo. Freuler, der hat sich eben zu diesem Superstar, zu Cristiano Ronaldo geäußert und sagt Folgendes zu den Portugiesen. Sie haben eine Menge guter Spieler, sind sehr offensiv. Ich denke, die Offensive ist wirklich der größte Vorteil für Portugal. Für die Schweiz, Herr Reif? Ja, in dem Spiel sowieso, immer. Haben Sie aber damit gerechnet, dass Sie zumindest ins Achtelfinale einziehen? Und wie groß schätzen Sie die Chance ein, dass Sie tatsächlich dann auch ins Viertelfinale einziehen? Ich habe es gehofft. Sie wirken sehr stabil und sie wirken unschweizerisch selbstbewusst. Und zwar nicht, der Schweizer neigt ja immer dann dazu, oh, jetzt wird es schwer. Och, ich glaube, schön, dass wir hier waren, jetzt reicht es aber auch langsam. Nee, ich tippe, dass Sie Portugal schlagen können. Bei Portugal haben Sie das Ronaldo-Problem. Das Ronaldo-Problem... Irgendwie hat jedes Team ein großes Problem. Das, nochmal, du hast die Lösung und das Problem gleichzeitig. Messi ist die Lösung aller Probleme für Argentinien. Aber wenn er nicht funktioniert, hast du ein doppeltes Problem. Und Ronaldo, fragen Sie mal bei Manchester United nach, seine Rolle, wer bin ich, was bin ich noch, was kann ich noch, wo stehe ich in dieser Mannschaft, wie weit hat sie mir bedingungslos zu folgen, auch wenn ich manche Dinge nicht mehr so leisten kann. Ich weiß nicht, ob er sich das fragt, aber unter einer, wenn er sie sieht, fragt sich das. Deswegen, ich bin nicht nah genug dran, aber nach jedem Spiel zuletzt oder jeden zweiten Tag musste irgendwie erklärt werden, das hat er so nicht gemeint. Mhm. Das war gar nicht so. Der meinte den Gegenspieler, der meinte nicht seine Auswechslung. Und du denkst, Mann, wenn du dauernd wegen eines Spielers jeden Tag eine Meldung abgeben musst und eine Korrektur und ein Dementi.
Also das funktioniert so, Spitzenfußball, geht das so wirklich, wenn es im Turnier jetzt langsam ernst wird? Und deswegen glaube ich, wenn die Schweizer ihr Ding machen, so wie gegen Kroatien, etwas weniger wild, aber nicht gegen Kroatien, gegen Serbien, wenn sie das so hinkriegen, habe ich sie wünsche ich es mir auch irgendwo. Reuler hat sich auch ganz speziell zu Cristiano Ronaldo geäußert, zu dem Superstar der Portugiesen. Er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler. Ronaldo ist einer der beiden besten Spieler der Welt in den letzten 15 bis 20 Jahren und das wird auch so bleiben. Sicherlich sind sie mit ihm stärker. Also bestätigt da einfach nochmal das, was Sie gesagt haben. Es wird nicht so bleiben, weil nichts im Leben so bleibt und jeder wird einen Tag älter. Ich weiß das, also das kann ich bestätigen. Insofern, es wird nicht so bleiben. Und die Frage ist, wie viel kann Ronaldo ihnen geben? Wie groß ist die Belastung? Wie sehr belastet er Portugal? Wie sehr hilft er Portugal? Aber da reden wir über eine Figur. Nochmal, das widerstrebt jeder Fußballgesetzmäßigkeit. Wenn ein Turnier ernst wird, kannst du nicht von einem abhängig sein. Und dann, ganz spannend noch, Marokko gegen Spanien. Marokko sicherlich eine der größten Überraschungen bei diesem Turnier. Ja, die Afrikaner machen das gut, also nicht alle, aber Marokko vorbildlich. Und ich sehe sie das Spiel gewinnen gegen Spanien. Gegen die zu spielen, ist, die können Fußball spielen, die werden die Mauer nicht nur. Das ist also nicht so lieb, USA, Australien, wenn die ihr Zeug spielen, dann ist das schwer, gegen sie zu spielen. Es ist richtig schwer, gegen die zu spielen, weil die auch ein Spiel gewinnen können. Die können dich nicht nur am Siegen hindern, die Marokkaner, sondern die können ein Spiel gewinnen. Also an denen hatte ich große Freude bisher. Und ja, die könnten die erste Sensation, holla, holla. Es gab viele Sensationen schon, glaube ich, ja, bei diesem Turnier. Aber jetzt jede Niederlage eines Großen, jetzt ist die sensationellere Sensation. Gucken wir auf Ihre Tipps, Herr Reif, Sie haben es ja schon angesprochen, wir machen es trotzdem. Und man kann Ihnen ja auch, wenn Sie über Fußball reden, dennoch Glauben schenken, auch wenn Sie hier und da mal daneben liegen sollten. Also so tippt Marcel Reif die Achtelfinalpartien. Frankreich gewinnt 3:0 gegen Polen. England siegt gegen den Senegal 2:1. Japan verliert mit 1:2 gegen Kroatien. Brasilien zieht ins Viertelfinale ein. Marokko, das haben Sie ja gerade schon angesprochen, trotzdem noch mal ganz kurz ausführen. Warum tatsächlich der Sieg dann auch gegen die starken Spanier? Die starken Spanier waren mir noch nicht stark genug, um sagen zu gehen, das 7:0 gegen Costa Rica war nicht der Gradmesser. Das 1:1 gegen Deutschland hätten sie auch nicht gewinnen, hätten sie auch verlieren können. Und deswegen, ich kann sie noch nicht richtig bis zum Ende geprüft sehen. Die Alten sind ist Busquets noch jung genug und sind Pedri und Gavi alt genug. Und wenn das alles passt, dann wird es schwer gegen sie, wenn nicht, ich sehe Marokko stabiler. Ich bin sehr gespannt. Und Portugal gewinnt 1:0, also dann die oder Schweizer von Marcel Reif ziehen dann nicht ins Viertelfinale oder ein. Aber es nicht. Bleibt spannend. So, ich würde sagen, Herr Reif, besten Dank für Ihre Einschätzungen. Wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Morgen um 7 geht's weiter mit Lothar Matthäus hier bei BILD. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sonntag und dann bis morgen.